Es ist, wie ich finde, bemerkenswert und nach wie vor anrührend, dass die Europäer auf den Trümmern zweier Weltkriege in den vergangenen Jahrzehnten ein Territorium der Achtung von Menschenwürde und Freiheitsrechten, von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit geschaffen haben. Ein System der Toleranz und des Respekts vor dem anderen. Ein System, dessen entscheidender Referenzpunkt die Menschenrechte sind. Und ein System, das den Mensch, das Individuum in den Mittelpunkt stellt. Aber welche Würde kann bestehen, wenn die Möglichkeit fehlt, frei seine Meinung zu äußern oder ohne Zwang den eigenen Glauben zu bekennen? Die Medien- und Pressefreiheit sowie die Freiheit eines jeden Einzelnen sind deshalb ein wichtiges und zuweilen unterschätztes Fundament dieses geeinten Europas. Das haben die Stifter dieses Preises zu Recht festgehalten. Sie sind viel mehr als das. Sie sind die Grundlage unseres Systems. Pressefreiheit ist aber kein Selbstzweck. Wir, die wir in den Medien arbeiten, haben die unendlich große Verantwortung, diesem hohen Gut gerecht zu werden, und zwar Tag für Tag. Audiatur et altera pars, die andere Seite immer auch zu hören, das ist nicht altmodisch, sondern journalistisches Fundament. Denn nicht nur allein für demokratische Parteien ist es überlebensnotwendig, alle zu erreichen. Das gilt auch und besonders für uns Medien. Oder, um es mit Giovanni Di Lorenzo zu sagen, ich glaube, dass wir niemals den Anspruch aufgeben dürfen, unterschiedliche Gruppen ins Gespräch zu bringen, Realitäten unterschiedlichster Prägung sichtbar zu machen. Das heißt, in dem Moment, wo Medien anfangen, nur noch eine bestimmte Klientel vor Augen zu haben, laufen sie Gefahr, an etwas mitzuwirken, worunter wir eigentlich alle leiden und was wir alle beklagen, nämlich die Spaltung der Gesellschaft. So Giovanni Di Lorenzo, und ich finde, er hat recht. Die zentrale Aufgabe der vierten Gewalt besteht nicht nur darin, den Mächtigen auf die Finger zu gucken. Qualitätsjournalismus, so wie ihn Giovanni Di Lorenzo versteht, muss die Menschen auch dazu befähigen, sich ein eigenes Urteil zu bilden, um am politischen Prozess teilnehmen zu können. Nachrichten allein bedeuten gar nichts. Eine kritische Öffentlichkeit braucht Journalistinnen, aber auch Leserinnen, die diese Nachrichten einordnen können. Mutiger, kritischer, analytischer Journalismus ist ein unverzichtbarer Pfeiler eines freiheitlichen Europas. Und in diesem Sinne ist Giovanni Di Lorenzo ein Opinion Leader im besten Sinne. Uns allen sei der Preis, Mahnung und Auftrag, verlangt er doch von uns Medienleuten verantwortungsvollen Journalismus. Vielen Dank.